So, ich habe schon mal ein bisschen vorgespielt, also bin jetzt da oben gewesen. Da braucht man jetzt allerdings einen Schlüssel. Ja, weil so oft, wie ich da wieder gefallen bin und so weiter, ja, ich wollte jetzt keine 20 Parts noch dranhängen, wie ich die ganze Zeit nur runterfalle. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre das jetzt vielleicht ganz. Jetzt sag mir nicht, dass da der Schlüssel drin ist. Nee, Diamant. Wo ist denn der Schlüssel? Ich werde jetzt auch hier rumfliegen und ich finde es ehrlich gesagt ein kleines bisschen fies, dass der Schlüssel, also dass das einem nicht gesagt wird, such erst nach dem Schlüssel und spring dann da hoch. Weil wenn ich jetzt richtig spielen würde und mich komplett an die Regeln halten würde. Ja, das steht auch erst da oben. Das ist doch total fies. Das ist doch total fies. Weil wenn ich mich jetzt daran halten würde und da den Schlüssel suchen würde, nachdem ich das alles schon geschafft habe, müsste ich das ja theoretisch alles nochmal neu machen. Also das ist ehrlich, ehrlich fies. Also da würde ich lieber sagen, such erst den Schlüssel und spring dann. Weil. Nee, das ist doch. Boah, das ist voll gemein. Ich stelle mir jetzt gerade die ganzen armen Schweine vor, die genauso schlecht im Springen sind wie ich. Oder wenigstens ansatzweise so schlecht. Aha, da ist er. Und dann praktisch da komplett wieder runter müssen. Wahrscheinlich beim Runterkommen auch noch sterben werden, weil sie ja irgendwie runter müssen, ne? Und nee. Das ist gemein. So, dann hier. So. Eine Redstone-Fackel. Der letzte Schlüssel. Okay. Löse die Schlösser im Schlüsselverlies. Ja. Um die Wahrheit zu. Gut, dann, wo ist denn das Schlüsselverlies? Naja, gut, ich denke mal, da werde ich ja jetzt geradewegs drauf zusteuern. Ewig lange Treppe. Und schon wieder habe ich dieses Lied aus Metal Gear Solid 3 im Kopf, wo man diese ewig lange Leiter hochklettert. Ich werde diese Stelle nie vergessen. Das wird mir, wenn ich, keine Ahnung, 80 Jahre bin, werde ich das noch im Kopf haben. Wenn man wahrscheinlich über die Metal Gear Solid 3 Grafik sagt, dass ja, wenn man die so gesehen mit Augen sieht, wie wir heutzutage Super Nintendo sieht, aber das ist ja vollkommen egal. Es wird mich ewig nerven. So. Kenn ich da irgendwo her? Tatsächlich, wir sind hier praktisch vorne irgendwo, wo wir ja schon mal waren. Das ist ja gemein. Ich hoffe, das musste so sein. Ich guck mal, ob da oben noch irgendwas war. Nicht, dass ich jetzt umsonst da runtergefallen bin und da auch noch theoretisch den ganzen Weg wieder zurück müsste. Aber scheint ja nicht so zu sein. So. Interessant. Wo muss ich denn hin? Also wenn ich es nicht bald finde, dann werde ich einfach, bla. Genau, dann werde ich einfach nochmal so suchen, ohne dass ich das aufnehme. Das hat man, glaube ich, auch schon, ne? Den Raum hier. Beziehungsweise den hätte man zumindest lösen müssen, um da hinten reinzukommen. Wir haben ja da vorher Mist gebaut. Ja.
Ja, kann ja gar nicht. Naja, gut, dann würde ich sagen, ich suche einfach mal. Hoppala. Ja. Wie gesagt, da hätte sich dann die Tür da vorne geöffnet. So. Da muss ich hin. Das nehmen wir mit. Ja, hatte ich ja auch schon mal Fackeln platziert. Ist mir eingefallen. So, ich setze trotzdem mal eine weg, weil wir brauchen nur zwei. Ich habe wahrscheinlich eh eine irgendwo ergattert, wo ich es eigentlich gar nicht mehr haben dürfte. Ich kenne mich ja. So. Oh Gott. Wie viele Türen sind denn das? Scheinbar viele. Uah, dunkel. Es war. So. Braucht man die noch? Du wirst. Na, konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Ich bin manchmal dann doch ein bisschen zu schnell. Uah! Eine Stimme flüstert zu dir. Du wirst nun die Wahrheit erfahren, wieso du hier eingesperrt wurdest. Die Wahrheit ist, dass du nie in Freiheit warst. Was das heißen soll, du bist ein cybernetischer Menschennachbau. Du bist ein Cyborg. Oh. Du wurdest erschaffen, damit du dem Schöpfer dienst, ihm zur Weltherrschaft zu verhelfen. All die Quests, ah, okay, und Prüfungen, die du absolviert hattest, waren Teil eines Trainingsprogramms. Interessant. Um zu überprüfen, ob du reif dafür bist, ihm zu dienen. Du hast es geschafft. Deine Aufgabe ist es, all die Menschen, die sich mir widersetzen, auszulöschen. Psycho. Wie? Ich wusste es. Du warst eine Fehlproduktion. Dass du meine Anweisungen missachtest, würdest, war mir vorher bewusst. Deine KI hatte ich manipulieren sollen. Nun, wie dem auch sei, weitere gehorsame Cyborgs werden mir helfen, du Fehler. Wirst nun gelöscht. Bis dann, bla, Nummer und so. C89-4G. In den Raum vor dir wartet mein Super Cyborg. Schon wieder so eine Zahl. CXFX7 auf dich. Er wird dich auslöschen. Hehehe, muhahaha und so. Regel für den Endkampf. Erstens, nimm den Bogen und die Pfeile und schieße. Dr. Blablabla Cyborg ab. Der Dorfbewohner. Ah, okay. Zweitens, pass auf. Er greift auch an. Bevor du reingehst, hole dir den Bogen und die Pfeile. Alles klar. So. Dann stellen wir uns mal dem ollen Wicht. Endkampf. Da, ich sehe ihn. Und treffe ihn nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Muhaha. Ist er tot? Ist er tot? Huh? Ist er tot? Ist er tot? Hey. Aua. Er ist scheinbar noch nicht tot, sonst wäre ja die Tür hier offen. Also muss ich ihn noch töten. Nee. Aber er hat keine Pfeile mehr. Oh, doch hat er. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aua. Da ist er.
Ja. Aha, tot ist er. Aber schießen kann er immer noch. Cheater. So. Ja, netter Endkampf. So, was haben wir hier? Dr. Frin, nein, du hast meinen Cyborg besiegt. Dann muss ich es wohl selbst in die Hand nehmen. Töte Doktor, bla bla, der Dorfbewohner. Okay. Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen, Doktor. So. So. Ja, machen die irgendwas? Naja. So. Ja? Hä? Was willst du denn, hä? Hä? Ich muss weiter von ihm weg, um ihn abschießen zu können. So. Stopp. Hahaha. Ich habe den Doktor getötet. So, upala. So. Nü, 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 nü. Freiheit, ich komme. Ui, Freiheit. Du hast es geschafft. Du bist ausgebrochen. Wie viele Punkte hast du gesammelt? Ah, nicht sehr viele. Poste den Punkt in einem Forum-Thread. Null. Schau dich noch etwas um. Wie findest du meine Map? Gib ihr eine Note. Tu ich immer. Wenn du bereit bist und alles gesehen hast, ja, drücke den Knopf. Ich bin vor dem Schalter und bla und so. Ja. Meine Punkte habe ich ja zwischenzeitlich alle verloren. Ach, hier sind noch ein paar. Also, ne, wenn ihr nicht alle Punkte verloren habt und es sich lohnt, da sind noch Punkte. So, sind da auch noch welche? Jawohl. Ne, ihr wisst, wo ihr gucken müsst. So, ist hier noch was? Ja, das sind auch noch Punkte. Also, für alle die, die nicht so gefällt haben wie ich. Nimmt sie mit. Habt ihr mehr. Ich will den Schalter drücken. Also ja, die Punktzahl wird natürlich wie immer nachher reingeschrieben. Das dürftet ihr ja mittlerweile kennen, wenn ihr meine Let's Plays öfter verfolgt habt. So, und jetzt gibt es nur noch eins. Wir drücken den, legen den Hebel um. So. Angst, 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 Angst. Oh! Hihihihi. Jetzt explodiert der hinter mir. Oh, Game over. Schön gemacht, wirklich. Das ist schön gemacht. Ich hätte nur nicht so weit an den Rand laufen sollen. Okay, gut, da ist jetzt ein Loch in der Mauer, aber hey, das Game over ist cool. Also wie gesagt, Benotung und wie es zu der Benotung gekommen ist, wird nachher wieder unter dem Video stehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei, ja, wie immer, was auch immer. Bis dann, tschüss.